So, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einem neuen Projekt hier in der LS22. Mit dabei ist der Fun-Gamer, den wir gerade besuchen fahren. Grüß euch. Dann fahren wir gerade auf seinen Hof. Ich hoffe, er erlaubt uns das eh. Wir sind schon angefahren. Willkommen, willkommen. Ist das Fing? So. Hallo, du da meine Schilder umfahren? Ja. Es steht ja nirgends, Vorsicht, Schilder. So, ich bleibe mal da stehen. Alles, bleiben wir mal stehen. Ja, ja, herzlich willkommen, Bauer Alex. Servus, grüß dich. So, das ist mein Hof. Das ist der Hof, das Hofhaus. Hofhaus? Mit dem Stalker-Fenster. Das ist so geil. So. Hühnerstall. Mhm. Das fällt unter Hühnerstall, kurioserweise. Ist nicht das aber da drüben der Hühnerstall, aber ich hör mal zu. Wenn man die Tür dort aufmacht, steht Hühnerstall gleich. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, dass da drüben ist der Hühnerstall. Achso, das ist eine Werkstatt. Nein, ich gehe da schon nach. Entschuldigung. Interessant ist, was dann da. Das hier ist der Schafstall. Der Schafstall, ja. Alter. Aber das mit den Hühnern interessiert mich auch, wo die dann herumrennen. Mich auch. Ah, gut, ja. Weiter. Metrischer höre ich. Probleme? Ich glaube, da muss ich mal in der Mitte zumachen, weil in der Mitte ist dieser Triggerpunkt. Ah, danke. Weil du quasi so aufmachst, auch in der Mitte, weißt du? Ich glaub. Ja, stimmt. Da ist meine Sämaschine. Meine Düngermaschine, die habe ich im Angebot gekauft. Ist sie voll mit Dünger auch schon? Hälfte. Konnte ich mir nicht leisten. Muss gerade sagen, das ist ziemlich teuer. Da ist urviel drinnen. Da Presse? Haben wir Böttinger Presse und dass man gleich durchfahren kann. Da ist der große Glas. 69 Axion. Hier haben wir einen Oldtimer-Traktor schon gefüllt mit Weizen und Gerste. Brav. Ja, da ist das. Das ist das größere Feld von allen schon noch. Ja, dann nehme ich das auch und das daneben nehme ich auch noch. Was da? Das 112er. Das, was ich noch nicht abgeerntet habe. Genau. Also die drei nehme ich. Okay. Deal, ich kaufe mir jetzt das ganze Stroh ab. Dass ihr euch auskennt. Gut, da kommst du auf das da aber auch nicht mehr an, Alter. Achso, das ist das letzte, weil du gesagt hast, 5 deswegen. Ja, das habe ich hier. Und du hast gesagt 5 Felder, deswegen. Aber ich dachte, okay, 3 und dann fehlt noch 2. Naja, eins ist ja Grasfeld. Achso. Und da ist Hafer. Hafer gibt ja, glaube ich, nichts ab. Na wohl, okay, ja, dann nehme ich alles. Wurscht. Dann nehme ich bei deiner Ernte alles einmal, bei der ersten. So, kommt mal einmal ins Geschäft. So, jetzt zeige ich noch ein kleines Highlight. Der Turm. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber... Da machst du mal die Klappe auf. Ja. Zum Reinfüllen. Zum Reinfüllen. Und da? So. Machst du diesen hier? Aha! Zum Reinfüllen in cool. Den Wagen. Das ist wirklich cool. Ja. So, jetzt fahren wir mit dem großen Bruder zum kleinen Bruder noch. Dann eh in der Nähe von deinem Hof. Kannst du übers Feld rausfahren, wenn es da leichter tust. Ja, aber das ist schon abgeerntet. Aber so, wenn du die nebeneinander stellst, ich habe da fast keinen Größenunterschied gesehen. So, er kennt den Weg schon. Ich lasse dich da einfach. Ich will da rausfahren. Bitte?
Oh. Okay. Das ist eine gute Ausweichstelle fürs Warten. Aber da merkt man, das ist der große Bruder vor mir. Bam, Alter, fast über der zusammengeführt. Der geht 53. Ja, von der Größe merkt man, weil ich schau quasi genau hinten auf die Achse von dir. Boah. Da bist du hängen geblieben. Och. Hängen geblieben und dann kam der Fuß, gell? Ja, Glas habe ich auch mal eben überlegt an und ich dachte mir halt, was ist die ältere Map? Dann habe ich ein älteres Modell. Mhm. Also ältere Map. Älterer Hof und. Ländlicher. Ländlicher und. Nachdem ich ja einen anderen Traktor eh schon auch modern hatte, dachte ich. Ja. Ich habe mich da ein bisschen vertan. So, da ist noch immer nichts gewachsen, aber auch eh klar. Lass mal nebeneinander hin, wenn es geht. Ja, möchte ich gerade, Ich habe da fast keinen Unterschied mehr. Oh, ein bisschen merkt man schon, dass er größer ist. Der da ist der, ja. Der größere. Naja, merkt man schon ein bisschen. Aber nicht viel. Nein, es ist nicht viel, aber. Wie gesagt, den einen habe ich gekauft, bin offline gegangen und dann habe ich mir gedacht, ich brauche noch einen großen, also einen Großtraktor. Bin wieder auf Glas gekommen und habe aber nicht mehr gewusst, dass ich den habe schon. Das sind beide Großtraktoren. Nein, das eine ist. Das ist Mittel, oder? Ja. Der linke ist Mittel. Ja. Ich habe überlegt sogar, weil bei den Kompakttraktoren ist ja Dings auch drin. Der Arion, das ist ja der Nachfolger vom Ares, mit denen auch zu holen. Und die zu vergleichen, dann ist quasi der modernere. Ja, drei Glas auf einen Fleck. Ja. Na gut. Na gut, und das Gras wächst hoffentlich irgendwann, aber gut, wir haben auf 0,05 gestellt, das kann eigentlich nicht so schnell wachsen. Genau, jetzt starten wir dann richtig durch. Das könnte Mai schon. So, ich bin nicht das Ost angemeldet noch. Ich auch nicht. Ja, was man sagen kann, ist auch, dass so. Wir zu eben den Hof von Enning entdeckt haben. Zu meiner Rechten? Ja, das fällt schon mir. Okay. Genau, Zufall. Weil ich hatte eigentlich für den Hof entschieden, wir dachten, es gibt nur zwei, jetzt haben wir den dritten gefunden, ich wette, wir finden irgendwann einen vierten. Aber ich wollte ja unbedingt mit Tiere anfangen und weil du gehst ja auf, hast du gesagt, auf Produktion mit Mehl. Was wir es nicht erwähnt haben. Ja, genau, Mehl, aber ich möchte noch in weiterer Folge. Auf Schafe gehen einmal. Schafe, Hühner. Wenn ich schon noch dabei habe. Genau, und ich habe jetzt einen Schweine- und einen Kuhstall, den wir gleich sehen werden. Ja, und ich möchte dann eben auch in weiterer Folge auch eben auf eventuell Ölproduktion gehen. Gut. Das ist mein Haus. Ich habe noch nicht geschaut, ob ich auch so ein Stalker-Fenster habe. Ich habe halt komische Räume eher. Nein, du hast einen Kellerabgang. Britzel. Na, habe ich jetzt aber keins. Aber wurscht. Zu meiner Linken sind sie eine Halle. Zu meiner Rechten, das ist jetzt das Interessante. Das da, also das rechts sind zwei Hallen. Mhm. Das ist der Schweinestall. Und das gegenüber ist der Kuhstall. Ah, na das ist cool. Und wie viele Tiere gehen da rein? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Das werden wir rausfinden. Mein, groß ist nicht. Mein Schweine wird reichen, aber Kuhstall werden wahrscheinlich nicht so viele reingehen. Warte nicht. Also da ist einmal Ultimate John Deere with Ladewagen. Da drüben ist dann der
ein neuerer John Deere. Ein kleiner Kompakttraktor eben für so Seesachen. Da haben wir auch die Seemaschine Nummer 1. Da ist der Ballenwagen dann für die Ballen. Ah ja, das war der Ballenwagen, wo so viel raufgegangen ist, gell? Weiß ich nicht. Dann habe ich da vorne meinen Drescher. Stabil, was ist das, Alter? Und eben den Traktor von meinem Opa, vom Opa. Den haben wir da lassen. Mit zwei Anhängern. Mhm. Auch älter gehalten. Mal schauen, ob der das ziehen kann. Ich glaube nicht. Aber ja, da ist die nächste Seemaschine. Die ist dann für Weizen und Co. Ah, das ist auch eine Seemaschine. Mhm. Die ist für Weizen und so und die andere ist für Mais und so. Ah, okay. Dass ich mal für alles eine Seemaschine habe. Ja, die Egge habt ihr gesehen, die hängt am Glas dran. Und da habe ich dann noch eine Presse mit Wickelkombination und ein ohne Mähwerk und das ist quasi mein Zugpferd, der Fan 724. Du machst das dann gleich in einen Aufwaschen quasi. Ich mach das ja. Ich werde mal einen Silageballen machen, das werden wir jetzt dann gleich angehen. Das ist eigentlich hätte ich dann das hintere Teil beim Mähen auch nicht braucht, wobei. Und auf einmal wie große Flächen du hast. Ja. So dauert es halt natürlich länger. Ich werde halt ein paar Silageballen machen und dann ein paar Grasballen. Das ist jetzt mal die Idee, dass ich gleich loslegen kann. Mhm. Hälfte werden wir jetzt aus dem Feld machen. Ja, schön. Ich würde aber sagen, dein Hof ist einmal vielleicht ums Doppelte größer. Wahrscheinlich, ja. Schaut sehr nice aus. Ah ja, und ein Silo habe ich auch. Wie viel geht da rein? Sieht man ja nicht, oder? Müsste man im Shop schauen. Das einfüllt. Warte mal, sagen wir mal kurz, wie der heißt. Steht nicht. Oh ja, nochmal steht. Wunderbar. Ich glaube, das war der. Vielleicht will er nicht. Farmer 400. Achso, stimmt, das kann sein. Farmer 400 Obi wären 400.000 Liter. Wow. Ich bin gespannt, ob wir einen vierten Hof finden. Ja, ich glaube schon. Interessieren, wie der ausschaut. Falls es wen interessiert. In diese Richtung hier wird dann der Hof erweitert. Also ich werde da Teil vom 87er Feld und 85er Feld noch dazu nehmen. Weil ich auch noch ein Silo dann brauche. Ein paar Silo. Ja. Das ist einmal mein Hof. Ja, schön, schön. Ein Rasenmäher hat er da auch stehen, einen kleinen. Rasenmäher habe ich auch stehen. Ich würde sagen, Frau Bertel, du hast eh schon losgelegt. Aber eins möchte ich jetzt noch fragen, Alter, wo ist deine Bäuerin? Bäuerin. Die Bäuerin? Ja, stehen Stöckelschuhe vor der Tür. Ich. Welche Hausnummer hast denn du? Alter, Hausnummer. Muss ich schauen? Ich geh mal schauen. Schade, dass man die Garage nicht aufmachen kann, das wäre noch so. Auch geil. Dass du generell ins Haus rein kannst, wäre geil. Ja, in das Haus leider nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es wegreise, aber dann weiß ich nicht, was da stehen bleibt. Und dann passt kein anderes mehr her und dann. Lass mal so. Gut! Den lassen wir auch dabei so stehen. Was auch geil ist, da fährt urviel Polizei immer. Ist schon die zweite oder dritte Polizei, was ich da gesehen habe. Es gibt auch Blitze auf der Karte. Blitze? Blitze. Achso, dass man Strafe zahlt. Ich habe noch keine gesehen, aber ich habe den als Mod runterladen müssen für die Map. So, Zugpferd Fendt. Dann werden wir es mal angehen hier. Schauen wir mal, wo die Wiese ist. LP-Gehung Nummer 1 machen wir heute. Ah, das heißt, deine Wiese ist schon erntereif. Meine ist schon erntereif, wo? Nämlich da einmal schräg vis-à-vis. Stark. Das heißt, jetzt könnte man dann wirklich ehrlich erhöhen. Achso, ja, ich habe mich extra angemeldet, um das zu machen. Achso, hast du eh schon? Okay, aber dann. So. Ich habe es eigentlich gestern nur runtergeschalten, wenn du Hof einstellst und ich dann Hof einstelle. Ja. Dass da nicht so. Der ganze, und dann, wenn der Nacht beginnt.
Da haben wir da. Was ich jetzt nicht geschaut habe, ich wollte schauen, was kann. Euler, Haberer. Was kann denn die Presse. 105. Ja, das ist einfach, muss ich auch irgendwann. Ja, ist das dann. Ich finde das einfacher. Und letztes Mal habe ich mir auch so viel Zeit lassen, nämlich, dass man es immer am Arsch gegangen. Habe ich das gleich. Dass ich zumindest mal Händler, weißt du, und Hof habe, das ist einmal das Wichtigste. Ja. Und den Rest kann man dann nach und nach. Wie war denn das dann eigentlich noch mit dem Verkauf? Na, wie kriegst du dann meine Ballen, weil die können quasi... Mit Lohnunternehmen. Ich mach dann Lohnunternehmen und dann... kann ich sie verwenden. Mhm. Ich glaube, ich muss das halt jedes Mal dann machen, wenn ich einen... verwenden will, einen Ballen. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich denke halt, pressen wäre besser. Echt, du sie pressen. Ich weiß halt auch nicht, zum Beispiel, das steht, glaube ich, das habe ich jetzt mal nachgeschaut, steht aber nicht dabei, was dieses Silo, steht eh nur auf Getreide. Aber es gibt ja auch Silos, wo du nicht nur Getreide fahren kannst. Dieser Silage-Silo, was wir da hatten, der war ja göttlich. Ich glaube, den haben wir eh auch, den kann man sich eh auch wieder kaufen, oder? Glaube schon. Ich brauche den halt eigentlich nicht. Ich mache eh die Ballen. Dann gehen 120.000 Liter in dein Silo. Wow. Palettenlager. Wo ist das? Jetzt wird einmal gearbeitet hier. Genau. So, wir werden einmal ein paar Silageballen machen. Ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich mir nicht hinten ein Mähwerk kaufen soll noch. Schneller geht's. Mhm. Ich wollte halt die Sparmaßnahme machen. Meinst du, weil? Oder geht das nicht? Okay. Aber wurscht, die paar Ballen. War jetzt auch so. Ich muss eh warten, weil Silage dauert ja ein bisschen. Das stimmt. Darum fange ich mit dem jetzt einmal an. Stroh werde ich mal dann. Sobald du den ersten Ballen hast, auch gleich holen dann. Was halt geil ist jetzt, wir können jetzt wirklich mit diesen Rechnungen dann arbeiten. Kannst du mal quasi eine Rechnung für Stroh geben und... Wo ich hier wieder... Ich muss mal anschauen, wie man das ausrechnet, oder den Preis. Was für... was? Naja, dass man sagt zum Beispiel, man rechnet aus. Kriegt für... kriegt für Stroh 60, aber was für eine Einheit ist das, weißt du? Ja, auf 1000. 1000 Liter Stroh sind zum Beispiel 60 oder 90 Euro. Oder wie? Warte mal, muss das auf den Preis schauen. Nun, wo haben wir denn zum Beispiel Stroh? Genau, Stroh sind 60 und bei Strohverkauf 90 pro 1000 Liter. Steht das irgendwo, das mit die pro 1000 Liter? Ja, ganz oben. Bin ich lost, blind und alles zusammen? Ah, da! Alter, eh groß. Preise pro 1000 Liter, okay. Das halt jetzt... Okay, das muss ich jetzt echt schauen.
das steht wahrscheinlich. Ich meine, als genialen Mod finde ich noch immer diese Bestandsüberprüfung, wo du siehst, was du hast. Und was für einen Wert das hat. Zum Beispiel, ich habe jetzt Gras gemacht, steht schon 10.500 Liter Gras. Okay. Schon ein Wert von 1.000 Euro. Ich habe jetzt schon 1.000 Euro erwirtschaftet. Scheiße. Was ich jetzt noch nicht dazu erzählt habe bei mir wird das ein bisschen, man, ich weiß nicht, wie es bei dir ablaufen wird, aber bei mir wird das Ganze ein bisschen kleiner ablaufen. Wir werden maximal nur einen Helfer am Anfang haben. Das wird der Jakob aus dem Dorf, der mir den Hof vermittelt hat, wird mir da helfen. Bist du rausgeflogen? Beim First Play erstellen. Also der Jakob, das wird mein Helfer, der hilft mir manchmal, wenn ich ihn brauche. Und ansonsten machen wir das eben alles alone. Dadurch wird das alles ein bisschen kleiner gehalten. So, und jetzt bitte eine Frage. Hast du dir gemerkt, wie man diese Stadt ausspricht? Nein. Für mich ist das Brunzowska. So, ich werde mir auch gleich Kühe kaufen. Weil ich das nämlich auch vergesse. 5 Stück werden wir mal kaufen. 50 gehen rein übrigens. Wie viele Schafe gehen bei dir rein? 50 Kühe gehen rein und 80 Schweine. Also doch, eine Menge. Wo siehst du das? Indem ich sie kaufe. Ich stelle mir viel. Also doch ganz schön. 50 Kühe finde ich ist souverän und 80 Schweine ist eh schon viel. Habe ich nicht aufpassen. Hast du gesagt, wie viele Schafe reingehen? Nein, ich habe nicht nachgeschaut. Okay. Das habe ich so gehört. Das heißt, ich muss auf. Wo ist denn der Händler? Der Viehhändler? Blödsinn, ich kann sie direkt dort kaufen, oder? Beim Stall. Geht auch, ja. Ich bin halt nur gerade am Feld. Nur 6 werden ja reichen am Anfang. 6 wird reichen. 145 Hühner. Wow, schon. Aber mit Hühnern beginnst du nicht gleich, hast du gesagt. Nein. Ja, warum nicht? Wäre ja nicht logisch. Ich wollte sagen, deswegen, weil du warst ja. So, ich frage mich jetzt nur, wo ich das Symbol für die Schafe habe. Warte, ich habe da Licht drin. Ich habe Licht drinnen. Aber wo ist das mit den Schafe, Alter? Hier. 85 Schafe. Wow, auch stark. Aha. So. Stimmt, weil Hühner, Weizen habe ich ja. 6 Stück haben wir gepresst, die lassen wir mal. Dann gleich mein Frontlader jetzt dann kommen. Na, und oder da.
gut, wenn wir das alles schlichten, das muss man da noch überlegen. Was jetzt einmal daher? Das Einladen funktioniert nicht einwandfrei. Funktioniert nicht. Einladen? Aber das Einfüllen. Und was? Das macht aber nicht. Was? In den Zieler. Boah, voll gegen einen Anhänger gefunden. Nee, das füllt man nicht ein. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das Symbol überladen starten. Mhm. Ich drück's, aber er tut's gleich wieder zurück switchen. Aber das ist doch Getreidesilo. Muss ich das vielleicht von hinten anfahren? Team. Schauen wir das mal an. Hier mal? Dann muss ich da irgendwelche Rechte geben? Ich ja, glaub schon, oder? Wohl Status musst du. Ich hab das Zeichen zum Beispiel nicht einmal. Okay. Da ist es. Auf jeden Fall. Ich halt die Symbole nicht. Nichts. Dass ich dann nur arbeiten kann und gar nichts machen kann. Aber wir machen das ganz anders. Kannst du mir bitte wegnehmen? Aber dieses Zeichen habe ich halt trotzdem nicht. Das steht genau da drauf. Das ist genau drauf. Ja, für mich ist eben nicht einmal dieses, dass ich quasi kann, weißt du? Mhm. So, darauf hast du keinen Zugriff. Oh, ich habe keinen Zugriff. Achso, weil du keinen. Warte mal, ich geb's dir wieder. Nein, ich bin hier in deiner Farbe drin. Das ist natürlich kurios. Was dann natürlich. Oh, ich könnte irgendein Ziel nutzen. Das ist vielleicht der Anhänger? Aber das kann sie auch nicht sein. Das
da am Hänger nicht passt, das kann es auch nicht sein. Ich hab das Zeichen halt nicht, das steht trotzdem drauf, hast du keinen Zugriff. Verstehe ich nicht. Weil das Zeichen ist unterm Anhänger jetzt. Ja, aber wenn du einsteckst, hast du dieses I. Also schreibt er dir das, du drücken kannst. Genau. Ist das nur I? Ja. Ich denke schon, ja. Na, das geht nicht. Warte mal. Bis jetzt dann? Nee. Kann ich da jetzt nichts zu sagen? Entweder es liegt halt daran, dass es nicht ganz reinhängt, ich weiß es aber nicht. Kannst du es nicht sagen? Tut mir leid. Trotzdem danke. Ich probier's jetzt mal nur mit einem Anhänger. Ups, da ist ein Steuer jetzt entstanden. Wurscht. Es wäre dann natürlich blöd, einen Silo zu haben, den man nicht nutzen kann. Gut, irgendwie geht's sicher. Es kann halt wirklich daran liegen, was ich halt nicht verstehe, weil es dann eigentlich am Boden ist, weißt du? Dass es dann nicht reinklappen kann. Ich habe auch probiert, Abgibseite hinten, also... Ich meinte, dass er, weißt du, vielleicht ein Förderband reinbraucht in das Dings. So meinte ich das. Aber es ist ja eigentlich am Boden, deswegen ist er nicht so hoch oben. Ja. Und gehen tut sicher irgendwie. Weil, wie gesagt, die Karte ist, weißt du, ist ja schon älter, das heißt, da hättest du schon längst einen Update gegeben, wenn es das nicht gehen könnte oder würde. Ja. Das heißt, irgendwie muss gehen. Könntest du vielleicht nur auf YouTube schauen, weißt du, dass du das mal eingibst, diese Karte mit dem Silo? Mhm. Ob du das siehst irgendwie. Das muss ich dann googeln. Kannst du leider wirklich nicht sagen. Heute wirst du keinen Strohball schaffen, nehme ich an. Doch, mach ich okay, jetzt. Okay, super. Ist mir jetzt nur das Entladen dazwischen gekommen. Naja, passt schon. Du wollt, dann du das alles enden und dann. Weil dann würde ich. Dachte, du zuerst alles dreschen und dann pressen. Nein, nein. Und dann würde ich mir gern schon ein oder zwei nehmen. Kriegst du gleich. Welche Größe machst du dann? Die größte gleich. Okay. Oder machst du das kleiner? Da mach ruhig die Größe. Dann hast du nicht so viel Arbeit. Kunde schafft an. Wenn da kleinere Liebe sind, musst du sagen. Nein, mittleren wäre mir am liebsten. Muss ich schauen, ich glaube, ich habe nur zwei Größen. Kunde schafft an und dann schaffe ich an und dann muss ich schauen. Genau, so will ich schreiben, Hammer lagern und dann haben wir es nicht lagert. Tja.
Ist leider gerade ausverkauft. Ja. So, jetzt kriege ich meine Kuh. Ein frisches Gras. Saftig. Schauen wir mal, ob das Ganze reingeht. Wenn nicht, haben wir ein bisschen Spatzerl. Stimmt, ich habe mal auf den Kamera machen lassen. Ah, okay, ich kann doch Mittel. Mittel 150 cm ist das. Ja, mir lieber. Jupp. Oh, da bist du so noch ein Kurs mehr. Na, fick dich. Irgendwas hat's da. Kursgenerator hängt er sich auf. Ob das der Dominator ist? Stimmt, da brauche ich ja Heu, das habe ich ganz vergessen. Depp. Da muss ich dann doch noch investieren. Schon. Fick dich. Nett, wie du mich nennst. So, ist nicht nett, wie du mich nennst. Dinti. Das muss ich beobachten, wenn das der Dresche ist, dann habe ich ein Problem. Na, dann muss ich den Drescher verkaufen und muss einen Kredit aufnehmen, dass ich einen anderen kaufen kann. Klingt halt einmal logisch, was du gesagt hast. Oh, der Aktivierungsproduktschlüssel wird bereits verwendet. Keine irgendwer mit dem Ball. Ich hoffe, dass das dann kein generelles Problem ist. Dann wirklich nur der Thrasher. Scheiße, Alter. Was denn? Ich habe mir jetzt eine Produktion hingestellt. Ja. Mhm. Steht aber gerade so am anderen Feld. Dass sie nicht nie gehört, Feld kaufen. Das geht schon 2000 Euro nicht aus. Naja, Kredit, ne? Ja, habe ich schon. Ich habe ja schon Kredit jetzt investieren müssen, dass ich mir das leisten kann. Voll ausgeschöpft? Ja? Das hätte ich mir in den 4 Feldern noch zusätzlich leisten können. Das ist jetzt natürlich ein ganz kleines bisschen Arsch. Zwei der Burgen. Ich
bräuchte wirklich nur. Was das brutal ist, das Feld ist um 76% teurer, oder? Ich warte jetzt. Brauche die Produktion nicht sofort. Na, lass es einmal. Lass es einmal. 76% sei ja fast. Ich schmier da eh grad wieder ab. 50.000 mehr. Na, Depper. So. Das heißt, wenn ich mir das Feld kaufe, habe ich ja Produktion. Ja, stimmt. Welches darf ich nicht kaufen? Also gleiche 87er bei mir. Okay, gut, das lasse ich. Was hast du denn hinbaut, vielleicht? Futtermischanlage. Ah, okay. Ist keine Ende. Ach, fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Jetzt mach ich jetzt erst einmal den, die scheiß 2-3 Ballen, damit du die hast, bevor ich da den Dresch schon mal nachher scheiße. So. Du hast den gleichen, oder? Ich hab den gleichen, ja. Da wird er mich nicht lassen wahrscheinlich, oder? Wollte ich was testen? Bei mir hängt sich jetzt immer auf, wenn ich einen Feldkurs eingebe am Feld. Ob das bei dir auch so ist. Manchmal muss den Dünger irgendwo hinwerfen, ich habe den unten in die Schaufel eingefüllt. Boah, auch nicht ein Sektor. Was hat das jetzt mit der Maschine zu tun? Da musst du nicht gleich machen. Gut, du wirst ja wissen wollen, ob das geht oder nicht. Gut, kann auch sein, dass das bei dir nicht ist und bei mir schon. Ja gut, aber da liegt es nicht am Drescher. So, dann machen wir das anders. So, das ist jetzt auch was? So, dann haben wir einen Jakob angerufen. Macht man das jetzt, habe ich gesagt? Das ist kurios. Also ich habe jetzt einen Kurs eingegeben und er fährt jetzt los. Okay. Wie mache ich das da? Y. Ist egal welches Feld, oder? Abschalten.
Ja, siehst du, vielleicht kann es am Feld auch liegen. Ich denke, das beim Kurs eingegeben und nicht erkennt, oder? Keine Ahnung jetzt, ehrlich gesagt. So, und wieso machst du jetzt nichts? Mit den Ballen wird nichts, Alter. Der nimmt das nicht auf. Irgendwas mache ich da falsch. Aber ich habe keine Anzeige. Ballenzähler zurücksetzen. Vorgewendemodus. Feldmodus vielleicht? So lang. Kannst du vielleicht einmal herkommen, bitte? Momentus. Wo muss ich da hinrennen, da hinten? Bitte? Mal schauen, wo ich da noch hinrennen muss. Wo musst du hinrennen? Und zu dir? Kann ich aber die nicht spawnen. Achso,
gleich beim Hofeingang Einfahrt. Den Weg hast du nur gerade weitergehen müssen. Dann. Ja? Ja, nimmt man nichts auf. Ja, der kann ja auch nicht aufnehmen. Also, du musst ihn von oben befüllen. Kann ja nichts zum Aufnehmen. Warum hat er denn das Gefäß? Den muss ich von oben befüllen. Das ist hier. Warum hat er ja den Anhänger? Da oben. Wie soll es denn sonst darauf kommen? Alter, was muss ich da machen dann? Okay, das heißt, ich habe das falsch gekauft. Ja, wenn du es von unten. Dann. Ja. Welches ist denn das von unten? Ja, jede andere Presse. Ich glaube, ich ja, aber es gibt doch eine, wo man gleich durchfahren kann. Du kannst mit jeder durchfahren. Nein, weißt du, das so ein Auffangdings hat auch. Also ich möchte mit einer durchfahren, ohne dass ich stehen bleibe, wenn er den Ball noch wickelt. Ach so, du meinst diese Fastbail-Dings. Ja, genau. Ja, das ist die Fastbail. Die heißt Fastbail. Ja, aber wir hatten doch eine, die, da sind wir durchgefahren. Ja, die heißt Fastbail. Das ist die Fastbail. Mit der kannst du auch durchfahren, die du hast. Aber du musst es halt von oben befüllen. Das war eine kleine, die hat nicht diesen Dings davor. Welches Dings davor? Na, diesen Auffang. Die hat doch, die wir hatten, hat doch keinen Auffang. Die fahren ja nur so langsam, dass sie immer durchkommt. Die passt sich ja der Geschwindigkeit an. Also, das ist wirklich die ganz letzte, die Fastbill-Mod. Ja. Okay, Alter. Fail. Und ich dachte, wir hatten auch so eine, die... Ja, die hatten wir auch. Aber die war nicht von oben zu befüllen. Oh ja. Da bin ich mit dem Häcksler gefahren und hab sie befüllt. Okay. Aber die kann nur 125 halt. Genau, das ist die kann nur kleine. Das heißt, man hat keine Möglichkeit, dass man da was davor spannt. Durchfahren kann. Ich weiß nicht, ob es sowas zum Aufsammeln gibt. Nichts, was. Alles nur für den Häcksler halt. Okay, dann haben wir echt die gehabt. Ich dachte, wir hatten die andere. Wir hatten beide, wie gesagt. Aber die eine war mit dem Häcksler zu befüllen. Warum das nicht? Das verstehe ich nicht. Dann war das ein kleiner Fehler. Das musst du jetzt auch verstehen. Das muss man verstehen, liebe Leute. Was denn? Diese Zange, ey, die geht anders auf, wenn ich den Ballen quasi drin hab. Okay. Ahnung, bist du zu dumm für die Steuerung, oder? Hoppla.
so irgendwas hat's da. Ah, jetzt geht's. Alles klar, jetzt wenn der unten nicht greift, dann kann das nicht funktionieren. Was? Ja, wenn er unten nichts hat zum Aufsammeln. Ja genau, er hat nichts zum Aufsammeln. Das ist eben, dass du so oben rein willst. Dann hat er eben diese Kammer. Ich dachte, dass es so eins gibt mit Mod, dass man das gleich so machen kann, weißt du? Meinst du? Ja, dass wir das sowas hatten. Mit Mod, dass man kann ja dort auch so einen Häcksler dran geben. Ja, eben mit dem Häcksler habe ich es ja gemacht. Sag ja, mit dem Häcksler geht's. Achso, das heißt, ich hätte einen Häcksler dort verspannen müssen noch. Ja. Wie gesagt, wir hatten die. Ich habe das mit dem Häcksler immer gemacht dann. Wie kostet so ein Häcksler? Aber am Anfang hatten wir die andere. Jetzt nicht um einen Häcksler. Also, siehst du jetzt nicht mal einen Häcksler? So, das machen wir jetzt mal so, weil diese Gabel will nicht so wie ich will und dann. Heißt das nicht Häcksler? Oh ja. Eine eigene Spalte, im Nebenmetrischer, glaube ich. Achso, das ist ein Fahrzeug. So einen muss man da vorspannen, okay. Okay, da gibt es ja noch 100.000. So. Ah, und weil der das Röhrl oben hat. Genau, da schießt es raus, wie bei der Silagernte. So. Die brauchen wir eigentlich gar nicht da drin. Aber dafür kann die keine Silage machen. Oder schon noch? Sicher, der hat den Wittler. Er sagt, er hat genug vom Ballen machen. Da weiß er nicht einmal, mit was er Ballen gemacht hat. Na, mit der Maschine nur. Was heißt mit der Maschine nur? Ne, die ich jetzt auch wieder hab. Ja, eben, aber warum hast du. Du hast gesagt, du willst ja die. Oder? Bin ich jetzt was falsch? Nein, ich habe mir jetzt die andere geholt, die wir gehabt haben vorher. Ja, eh? Nicht die mit dem Häcksler dran. Ja, eh? Aber du hast gesagt, du hast die falsche gekauft. Also hast du nicht gewusst, welche wir hatten? Oder. Weiß jetzt nicht, wie. Ja, ich weiß nicht, was ich dachte. So. Also drei so kleine Ballen liegen mal. Jetzt bin ich echt überlegt, trotzdem das Feld gleich zu kaufen. Zu machen. So, ich lasse mal alles draußen stehen. Ich das mal sortieren, das werden wir dann. Gebe ich dann ans Eck, keine Ahnung, was hier los ist.
So, das holen wir jetzt noch. Und dann war es das mit der ersten Folge, die natürlich eine Überlänge war. Da gibt es sogar eine Feuerwehr. Ach so. Und beim nächsten Mal werden wir dann um die Felder da kümmern. Wenn wir jetzt den Drescher hingeschickt haben. Ja, ein bisschen planlos natürlich. Also Folge. Aber wir haben jetzt mal Silagegras. Heu müssen wir noch machen. Ich würde aber trotzdem erst das Feld dort kaufen. Ich hoffe, dort ist auch was Erntbares drauf. Nicht müssen wir warten, bis wir es kaufen. Da. Jupp. Da willst du 3 Ballen drauf kriegen. Ich nehme mal 2 mit. Achso. Oh, sorry. Guten Abend. Kannst du mir noch schnell die Rechte geben? Diesen Lohnunternehmerstatus. Hm? So, dankeschön. Bitte sehr. Ich werde es dabei jetzt nicht wegnehmen, weil sonst kannst du es nicht nutzen, ne? Naja, ich möchte das gleich testen und dann kannst du es wieder wegnehmen. Ja, jetzt bin ich angepisst ein bisschen durch den Fail. Ist das dann quasi nur die kleine Maschine? Ach gut. Das ist halt kleinere Ballen, ist ja wurscht. Kriege ich zwar keine mittleren, aber ist ja wurscht. Ist mir ja alles recht. Jetzt probiere ich mal mit dem Mähdrescher einzufüllen in den Silo. Stimmt, das war noch eine Option. Die erste Nacht bricht an. Drescher füllt direkt in das Loch ein. Ja, dann brauchst du wahrscheinlich doch eine. Beim Förder. Links reinfüllen, so wie ich es gedacht habe. Das heißt, das Förderband platziere ich genau davor und. Genau, und dann füllst du es quasi so ein. Und. Oder ist sogar was jetzt mit Blaulicht vorbeigefahren. Eine Sirene. Also. Ja. Und die. Das Förderband fasst aber das Vermögen von den, was ich ablade. Also es geht genau drauf. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Ob sich das gleich sofort
Ich meine, das kommt auf die Geschwindigkeitsförderband an, aber im Normalfall sollte schon ein Anhänger normal, wenn du Ja, dann mach ich's abladest, ja. schaffen. Das ist gar nicht so teuer. Depp, oder da gibt's ein Förderband nur für Kartoffeln, Alter. Die sind aber alle gleich. Oder gibt's da irgendein stationäres? Die schauen alle gleich aus. Okay, da muss ich mir dann was einfallen lassen. Was musst du einfallen lassen? Wegen die Ballen. Der Stall nimmt quasi nicht an, wenn ich den Ball nur aufschnatt. Ich muss ihn reinfüllen. So mit einem, Stroh reinschmeißen oder so. Oder so im Ladewagen quasi. Das heißt, da kannst du eigentlich nicht die Ballen brauchen. Na gut, lange muss ich ja sowieso Stroh irgendwie. Müsste man vielleicht ein kleineres Silo überlegen? So, für das Förderbandsystem bin ich jetzt auch überfragt, weil das die schon alle gleich aus, haben nur unterschiedliches Gewicht, haben alle 5 PS. Aber mit Vorstand. Und wenn sie wahrscheinlich die unterschiedlichen Größe haben. Das eine ist Also länger. von länger, meine ich. Das eine weiß ich nämlich nicht, ob das hingeht. Ich werde eins nehmen mit so einem Rüssel vielleicht. Das werde ich aber das nächste Mal machen. Probiere ich mal bei dem Feld noch. Thresher wieder abkackt. Wenn wir jetzt einen Kurs fahren. Das kann natürlich am Feld auch liegen. Weil das hat er mal jetzt ohne Probleme gemacht. Das könnte dann vielleicht am Feld liegen. Alter, ich glaube, ich verkaufe den Traktor gleich. Warum? Dieses nervige Licht, Alter. Nervige Licht. Also diese Sirene, der hat so eine Sirene drauf. Die kann man ja abschalten. Wenn man es die Rundumleuchte. So, kannst du schon die rechte mal wegnehmen. Oder warte, warte, ganz kurz. Ich probiere noch, ob ich den Ball ins Silo werfen kann. Nee. Okay, das heißt, ich brauche ein Strohlager. Gut, jetzt kannst du. Das heißt, soll ich trotzdem die jetzt aufheben für dich? Ja. Okay, nimmst du es trotzdem. Wenn du mir noch 2000 überweisen könntest, wäre es trotzdem nice. Ich kaufe mir das trotzdem. Und die 2000 rechne dann bei der Rechnung auf Stroh dann gleich dazu. Angekommen. Danke. Bitte. Na gut, liebe Leute, das war's jetzt von meiner Seite. Ich gehe jetzt uff. Danke fürs Zuschauen. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba. So, Häusler, Strom. Da. So, ich muss noch meinen Hund kurz runter. Dann probieren wir das gleich auch ganz anders. Na gut. Dann hören wir sich.
oder machen wir morgen was? Wir können morgen was machen. Und wir können auch morgen LS weitermachen. Wie du willst. Noch. Wie du magst. Mir ist wurscht, wir können morgen noch einen LS am dranhängen. Hm? Okay, machen wir das. Okay. Na gut, liebe Leute. Das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut. Ciao.